Gut. Kartentechnisch habe ich eigentlich alles ausgeschafft, das könnt ihr jetzt bezeugen. Mit ein paar Ausnahmen vielleicht, damit ihr dieses Ding, was äußerst interessant aussehen dürfte. Das heißt, wir sind hier vorerst auch fertig. Das heißt, eine recht sinnige Anhaltepunkt als nächstes wäre wieder Evelie. Aber bevor ich dorthin meinen Arsch bewege, geht es doch lieber nochmal in die Bracada-Wüste, wenn ihr mich fragt. Oder? Nee, eigentlich wären die Hügelgräber noch ein Stückchen sinnvoller. Wir gehen zu den Hügelgräbern. Gucken, ob wir jetzt ein Schiff dahin kriegen, und wenn nicht, dann habe ich halt gelitten. Schiff, 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 Schiff. Denn es ist zwar eine Wüste, aber es ist an Wasser angrenzend. Und ich kann nicht glauben, dass ich in die Bracada-Wüste komme. Naja, eigentlich wollte ich an die Hügelgräber, aber wenn ich schon mal zur Wüste kann, dann will ich das auch gemacht haben. Deshalb gehen wir da gleich hin und bis dahin noch viel Spaß. Ahu, von dir Firefox wieder hier mit Mighty Magic Nr. 7. Mir fällt auf, dass ich vor eine halbe Stunde fast im Elfengebiet rumgewatschelt bin, ohne dass wirklich sehr viel passiert ist, außer halt, dass ich alles erkundet habe. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, zur Bracada Bracada-Wüste zu fahren. Und damit fahren wir ins vermutlich verwirrendste Gebiet, welches wir bisher kannten. Ich teste noch kurz, ob das Springen aktiv ist, was es durchaus ist. Und wir watscheln durch die Gegend und ein Teleporter. Golems. Ein Haufen Teleporter übrigens. Und die führen alle zu einem unterschiedlichen Ort. Größtenteils zumindest. Und da müssen wir möglichst sinnig gucken, dass wir überall hinkommen, wo wir hinwollen. Aber erstmal gucken wir uns diese Kiste an. Geld. Eine Fliegenschriftrolle, äußerst wichtig. Und eine Verkaufsrüstung. Verkaufsrüstung von für Schimmendrick von Golems Aas. Die Anspielung sollte offensichtlich sein. Wir haben die Golem-Teile nach euren Wünschen angefertigt. Unglücklicherweise hat unser Lieferservice die Teile falsch zugestellt. Für etwaige Fehler bei der Lieferung übernehmen wir keine Verantwortung. Allerdings wissen wir, wohin die Golem-Teile zugestellt worden sind, und ihr könnt sie jederzeit abholen. Ein Teil wurde geliefert in das Tal der Hügelgräber, haben wir noch nicht. Ein Teil wurde geliefert nach Tartalia. Das ist mir neu, aber okay, das merke ich mir. Ein Teil wurde geliefert nach Evelie. Das müssen wir auch noch finden. Zwei Teile wurden geliefert nach Deja, die haben wir beide. Zwei Köpfe wurden geliefert nach Bracada, da wir keine Angaben hatten, welches Modell ihr gewünscht hattet. Das ist ein verbeulter Golem im Kopf. Naja. Den können wir schon mal mitnehmen. Haben wir schon mal drei Teile des Golems. Das ist auch nicht wirklich schlecht. Wir nehmen mal diesen Teleporter und kommen damit zu einem die beste Heilung. Tempel. Alles gut. Alles klar. Ich komme später nochmal wieder. Okay, das war der Tempelteleporter. Hiermit komme ich wohl. Ein weiter Weg, aber es ist wohl etwas Hilfreiches. Und ich glaube sogar, das war das Gasthaus gewesen. Ich könnte mich irren. Immer herein. Etwas zu Tatsache. Trinken. Hier werden wir auch eine Runde Arkomet spielen. Ich gucke mir immer noch keine Bedingungen an, da ich das A vergesse und B ja sowieso nicht machen wollte. 5 Kartoni werde ich nicht abziehen. Wir machen es mit dem zweischneidigen Schwertprinzip. Ziehen hier noch einen Punkt ab und naja, Kobold sollte die Sache ein bisschen verlangsamen. Das ist am Anfang immer ganz praktisch. Und uns fehlen derzeit, in einem Zug könnten wir den Turm direkt angreifen. Deshalb guck ich, dass es auch dazu kommt. Und es kommt dazu. Und es lohnt sich. Nun gut, 2 Steinbruch ist natürlich äußerst tragisch. Das ist in keinster Weise Ironie. Es gibt einen leichten FPS-Verlust, aber gut. Ich bin froh, dass er eine Mauer gebaut hat, denn dadurch macht das Ding wieder mehr Schaden. Plus ein Magie, plus ein Bestiarium. Und so läuft das dann. Noch ein Steinbruch mehr. Hol ich mir noch eine Magie mehr. Ihn einquetschen wäre vielleicht nicht die beste Lösung derzeit. Schlange und... Ah, 3 Mauer. Ich will mal den Kreaturen erstmal behalten. Nachher kriege ich noch einen Drachen und ich kann ihn nicht aktivieren, ne?
Kein Versteck ist gut. Oder sehr gut. Na, was hast du vor? Du hast vor, dass wir deinen Turm direkt angreifen können. Und du... Nee, du hast noch einen Magienachteil. Okay. 10 Turm und ein paar Kreaturen. Die mangeln mir gerade irgendwie so ein bisschen. Ich ziehe gleich, was die Steine angeht. Und einen Steinbruch zumindest. Du dämmst deinen Turm ein. Fragt sich, was das für eine Bewandtnis haben soll. Na, vielleicht, dass du mir Steine abziehen kannst. Aber ich habe so viel Steinbruch, das macht mir nicht großartig viel. Ah, der Turm muss sinken. Der Turm muss fallen. Es wird Zeit, dass ich einen Sieg durch Zerstörung erlange. Ich nicht du, Drache, den wollte ich doch haben. Naja, bauen wir noch ein Türmchen. Ist mein Steinbruch wieder auf 7 runter. Ich glaube, es hackt. So, ich glaube, bei 75 ist der Sieg sicher. Aber ich würde wirklich gerne mal einen kaputten Turm haben. Das hat zwar keinen direkten Vorteil, aber es wäre mal was Einmaliges. Vertreib mich, mein Freund. Gut, durch Vampir machen wir den ersten Schritt ins Grab. Sein Grab wurde gemerkt. Und was kriegen wir noch? Dadurch würde ich gewinnen. Da könnte ich den Turm auf 7 runterkloppen. Das ist aber nicht das, was ich brauche. Na, wir bauen die Mauer ein bisschen weiter aus. Ja. Durch Steinbruch. Dadurch habe ich zwar einen etwas größeren Schaden erlitten, aber das ist nicht weiter tragisch. Ich habe irgendwie Angst, dass der durch Steine noch gewinnt, aber... Da ich halt nicht weiß, wie hoch die Grenze ist. Wenn die jetzt auf 150 wäre, was die nicht ist. Es ist riskant, aber ich mach's. Du brauchst nämlich keinen Turm und dadurch haben wir damit gewonnen. Durch Turmzerstörung, ausnahmsweise mal. Es waren eine Ressource von 200 gefordert. Das haben wir verhindern können. Wenn auch knapp. Und damit sind wir wieder auf unserem Weg. Nach dem Akromage-Match. Akromage, keine Ahnung. Was ich dazu noch erwähnen sollte, ist, es gibt ein RPG-Maker-Projekt, welches dieses Spiel versucht zu kopieren. Und es ist sogar relativ funktionsfähig. Dieser Teleporter führt uns nach Celeste, aber das geht erst später. Leider. Oder zum Glück. Wie man es nimmt. Was Celeste ist, das wird man dann zu gegebener Zeit noch erfahren. Das will ich jetzt nicht großartig spoilern. Ich will lieber Hufeisen haben. Die bringen mir nämlich wirklich Glück. 1, 2, 3. Haben wir's. Das Ding bringt mir nix. Okay, ich hatte schon Hoffnung gehabt. Aus der Traufe trägt. Wie heißt das Zeug nochmal? Ich habe keinen Schimmer. Wohin können wir eigentlich von hier aus? Soll es denn gehen? Harmondale. Wäre eine Möglichkeit, da habe ich auch noch ein, zwei Sachen zu erledigen. Aber erstmal nicht. Oh, das war der Random Teleporter. Der führt uns zu einem zufälligen Gebiet und das ist zufällig ein Gebiet mit einem milliardigen Königsgreifen. Ich sollte vielleicht mal etwas zu Genüge führen, welches ich durch Alchemie gefunden habe. Nämlich den Heldentumtrank, Rot plus Lila. Davon würde ich mir vielleicht noch ein paar brauchen. Ausgezeichnet. Lila Trank ausgezeichnet. Und einen roten. Ausgezeichnet. Dadurch können wir dann Heldentum auf eine Person wirken. Für 7 Stunden, also das hängt von der Kraft des Dingens ab. Bei 12 Stunden es 6 Stunden sein. Und damit können wir halt den Schaden ein wenig erhöhen, den diese Person anrichtet. Hoffe ich doch mal. Müsste eigentlich. Sieht ganz akzeptabel aus. Leider habe ich derzeit nicht mehr so viele blaue Tränke und mir gehen auch die Violen ein bisschen aus. Deshalb bleibe ich da derzeit auf diesen Faktor. Und ich könnte eventuell mal Feuerball als Standardzauber wählen. Aber klar. Sollte ich nicht aus der Entfernung zaubern, aber... Au, du bist näher rangekommen. Ups. Ist gerade was kaputt gegangen? Also vom Sound her hätte es sein können. Das kann man nicht manchmal sogar raushören, wenn was zerbricht. Ich schieße meinen Feuerball dorthin. Damit treffe ich nämlich nicht nur ein einziges Ding, wie man schon merken durfte. Sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Aber jetzt geht Sibito auch... Ja, ab jetzt fängt an Sibito... Ab jetzt fängt Sibito an, einen Sinn zu erhalten. Den wollte ich auch noch mitnehmen unbedingt. Und ich denke mal, der ist auch tot. Okay. Schwächling. Genau.
Ich meine, wir müssen die Gräfen hier sowieso wegräumen, wenn wir nachher für eine Hauptaufgabe hierher müssen. Deshalb warum tue ich es nicht jetzt schon? Und die normalen Gräfen, die Jagdgräfen auch, dürfte ich noch im Nahkampf hinkriegen, aber die Königsgräfen, die kennen wir ja schon aus Eratia. Die lasse ich lieber erstmal Königsgräfen sein. Warum ich nicht derartig viel Feuerball benutze, liegt einfach daran, dass das doch eine ganze Ecke an TP kostet. Ich bin aber geneigt, hier einen reinzuschießen. Die Reichweite ist nämlich doch schon ziemlich mannigfaltig, muss ich ernsthaft mal gestehen. Und der Schaden noch viel mehr. Denn jetzt fangen sie alle an zu flüchten. Und dann schießen wir noch einen da rein. Und damit haben wir schon mal eine ganze Ecke davon abgeräumt. Dadurch, dass sie jetzt zusammengerückt sind, schieße ich nochmal schön da rein und das ist auch was Tolles. Gut, gut, das Ding ist auch auf der Flucht. Hab ich den König gleich so weit runtergeschossen? Ach nee, das war wohl nur ein taktischer Rückzug. Boost. Der Jagdgreif hält wohl doch mehr aus, als ich erwartet hatte. Oh mein Gott. Nicht der Ernst, oder? Ja, das Ding will ich nicht gerne haben. Hat nicht ganz gereicht. Okay, dann will ich es nicht drauf ankommen lassen, denn so ein Königsgreif ist durchaus schon eine gefährliche Nummer. Vielleicht, wenn die HP ein bisschen tiefer gesunken sind. Dann lässt sich auch über Nahkampf gehen. Zumindest wenn die ersten beiden Leute aus dem Tübchen treffen, ist es ja dann akzeptabel. Hey, warum rutsch ich runter? Das war nicht so gedacht. Egal, ich sollte mal mein Auge aktivieren. Ohne wird irgendwie blöd. Und dann freuen wir uns einen Keks darüber, dass wir die Greifen von diesem Eingang dort wegbekommen haben. Nebenher sammeln wir noch eine Kiste ein mit ein bisschen Zeugs. Und naja, ich könnte, wenn ich schon mal hier bin, etwas erledigen. Das Ganze dürfte in einen kleinen Wash ausarten. Deshalb bin ich mir gerade nicht zu sicher. Los jetzt! Aber ich will es trotzdem noch versuchen. Dort warten nämlich diese schönen Schleimer auf uns, die ich aber versuchen werde zu ignorieren, was aber nicht ganz so leicht werden dürfte. Denn die blauen spätestens, die haben ein paar sehr schlimme Effekte. Egal, wir biegen hier ab, merken, dass wir verständerte Zwerge vor uns sehen. Könnte und nützlich sein. Packen den Bogen ein. Die Zwerge, die können wir noch nicht, denen können wir noch nicht helfen. Das ist eine spätere Aufgabe, das auch der Grund dafür ist, dass ich hier eigentlich später erst hinkommen wollte. Aber nun bin ich schon mal hier, nun kann ich auch mal einen Blick da reinwerfen. Und ich suche hier gerade mal den Aufzug. Der Aufzug müsste irgendwo zu finden sein. Oh mein Gott, ein roter Schleim, das ist der Tod in Person. Und da ist noch einer davon. Ah, falsch abgewogen, der Aufzug ist da oben. Wir rennen dran vorbei, warum auch nicht. Gut, das Geld aus dem Karren sammeln wir auch noch ein. Absolut wertlos. Ich habe es verstanden. Den können wir immer noch nicht helfen. Und man erinnere sich an eine Aufgabe, die wir erhalten haben. Wir sollen einen Schacht betreten und dort ein Seil austauschen. Und das Ganze findet sich genau hier unten. Und gegen was wir dort kämpfen dürfen, das absolut wertlos. Wird sich absolut wertlos. In nicht allzu langer Zeit wertlos zeigen. Nämlich, sobald ich hier um eine Ecke laufe, absolut wertlos, dürfte es davon nur so wimmeln. Nämlich, man konnte es vielleicht gerade schon erkennen, Medusen! Und bevor wer fragt, die sind nicht nur in Castlevania unerträglich,